Neue Ghostbuster? Ich brauche einen anderen Namen für euch. Nicht, dass das mal später für einen T-Shirt-Druck oder so Urheberrechtsprobleme gibt. Deshalb, gebt mir mal eure spontanen Vorschläge in den Kommentaren durch. Danke an der Stelle. Nun wünsche ich euch viel Spaß oder Mystery, Unbehagen oder einfach Grusel, was auch immer ihr bei diesen Videos empfindet. Ja, mit dieser Top 5 sage ich jetzt einfach mal Licht aus und los geht's. Das folgende Video stammt vom YouTube-Kanal Paranormal Instincts und birgt Gruseliges. Eine Frau geht mit ihrem Hund Bruce im Wald spazieren. Es ist nachts und es ist dunkel. Die Frau scheint es nicht zu bemerken, jedoch wittert ihr Hund etwas, das sich im Wald versteckt. Schaut mal ganz genau hin. Ein Videoclip zeigt ein Mädchen, das nachts mit ihrem Hund spazieren geht. Der Hund scheint auf etwas in den Bäumen zu reagieren, aber das Mädchen scheint die Gestalt, die vor ihr steht, nicht zu bemerken. So steht es in der Videobeschreibung geschrieben. Die Beschreibung klingt distanziert und scheint eine Zusendung oder ein Fund zu sein. Der Kontext zum Anlass der Aufnahme fehlt völlig. Man kann wieder mal nur spekulieren. Was sieht man in der vorliegenden Aufnahme? Das Frauchen filmt runter zu ihrem Hund. Dieser scheint den Boden wie eine Zeitung nach Gefährten und Territorien abzulesen. Sie filmt einmal rings um sich und fängt dabei etwas ein, das sich in den Büschen versteckt. Eine Figur mit weißem Gesicht steht nur wenige Meter vom Waldweg entfernt und blickt sie an, als würde diese mystische Kreatur ihnen auflauern. Sie seit sie Gassi gehen stalken. Der Hund scheint etwas an der Stelle wahrzunehmen, als würde er die Kreatur, wie wir sie in der Aufnahme sehen, ahnen. Jedoch bleibt der Hund ruhig, kein Gebelle, keine ängstlichen Anzeichen. Eher Vorsicht und Obacht, die vom Hund in dem Moment ausgeht. Die Frau hat zwar im passenden Moment auf Record gedrückt, sodass man im Nachhinein diese Kreatur sichten konnte, jedoch blieb sie just im Moment von ihr unbemerkt. Da kommt man zu der wichtigen Frage, was war der Anlass? Hat man bewusst jemanden im Wald postiert, um die Zuschauer zu veräppeln? Oder galt die Aufnahme der Prävention? Hat sie vielleicht Schritte gehört, sich beobachtet gefühlt und die Aufnahme war mehr oder minder ein Schutzmechanismus zu ihren eigenen Gunsten? Das ist so das Problem mit manchen Netzfunden. Wenn der Kontext fehlt, also relevante Hintergrundinformation fehlt, sodass wir Betrachter besseres Verständnis haben und solch mystischen Themen mehr Authentizität schenken können, bleibt einem nicht mehr übrig, als zu spekulieren und das zu sehen, dann Fragezeichen zu stellen. Solange ist das, was wir sehen, alles Mögliche. Ist das ein Alien? Eine mystische Figur aus dem Wald? Ein sogenannter Shapeshifter? Die starke Manifestation eines Geistes? Oder ein Fake? Ihr habt die Wahl. Der TikToker Dan Ortega ging auf der Kurzvideoplattform TikTok mit einem sehr fragwürdigen Video viral. So manche Dinge lassen sich eventuell auf den ersten Blick erklären, doch auf den zweiten Blick tauchen einem nur noch mehr Fragezeichen auf. Hey, qué pedo. Mamen, si ven eso. Qué verga. O sea, cagado. Lo cagado. Estoy en un segundo piso. Hinter der Gardine läuft ein Schatten hin und her. Es sieht so aus, als würde jemand vor dem Fenster umherspazieren, um dem Filmer Angst einzujagen. Man hört aus der Stimme des Filmers heraus, dass er wahrscheinlich selber keine Ahnung davon hat, was er da gerade sieht. Er läuft nach vorne und filmt auf die Straße. Hier sieht man, dass es eigentlich gar keine Plattform zum Umherlaufen gibt. Konnte man jemanden von draußen von der Straße aus in dem Moment vor dem Fenster sehen? Oder läuft ein Geist?
ein Schattenwesen vor unseren Augen umher, welcher dem Filmer Angst einjagt. Nach dem Hashtag in der Videobeschreibung empfindet der Uploader das Geschehen wohl selber als paranormal. Doch mehr Kontext diesbezüglich fehlt. Was denkt ihr? War das ein Schatten aus einer anderen Welt? Oder wurden wir hier tatsächlich in das Licht geführt? Lasst es mich unten wissen. Willst du regelmäßig mit uns die Mysterien der Welt ergründen? Dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ein Klick auf Mag ich wirkt magisch. Danke für jegliche Unterstützung, Freunde. Jetzt geht's weiter. Der TikToker Juan Trejo postet ein sehr unheimliches Kurzvideo auf TikTok aus seiner Nachtschicht. Am öffentlichen stillen Örtchen ist es hier leider nicht so still, wie man will. Erst recht nicht, wenn man alleine ist. Das noch nachts. Wir hören keinen Kollegen, der gleich zwei Geschäfte erledigt, sondern etwas weitaus atemstockenderes. Going to be breathtaking. You're breathtaking. In solch einer Situation braucht man Beweise, um nicht als verrückt dazustehen. Deshalb haben wir wahrscheinlich folgende Bewegtbildproduktion. Wikipedia? No, mames. No, mames, y justamente en el baño de... ¡Ey! ¿Quién está ahí? No, no, mames. ¡Ey! ¿Quién está ahí? ¿Qué pedo? Esto ya no es normal, neta, ya no es normal. Ay, mames, se sintió algo bien cabrón esta parte de aquí. No mames, clarito se está escuchando. Es que no. Güey, ¿qué pedo? O sea, ella es aquí. ¿Y quién está ahí? ¿Quién está ahí? Mames, qué putas me metí, cabrón.
Hola. Hola. No, ya no hay. Hay nadie. Nach meiner Information soll der Filmer hier zur Nachtschicht gearbeitet haben. Der Aufnahme zufolge scheint er der Einzige in dieser Nachtschicht zu sein. Zumindest der einzige Mensch. Der Shit, den wir hier also sehen, oder besser gesagt hören, ist also eher mehr im Slang der unverstoffwechselte Creepy Shit. Denn ganz so allein ist der Filmer der Geräuschkulisse nach nicht. Man hört ein unerbittliches Weinen aus der Herren- oder Frauentoilette der Arbeitsstätte. Wer oder was ist das? Das stark beunruhigende Weinen geht ein paar Minuten lang so, bis es verklingt und die Handyaufnahme im Hochformat beendet wird. Das Weinen erinnert ein wenig an die Phänomene von Yamakyu, wozu schon einmal der Tipp kam, dass eine Bluetooth-Box sowas zum Nachstellen gut anbietet, und das lässt sich nicht ausschließen. Der TikToker Juan Trejo hat nur wenige TikTok-Videos auf seinem Account. Die Hintergründe für die Produktion von einem Fake bleiben fraglich. Mit fast 6000 Aufrufen ging das Video zwar ein wenig viral, doch die Frage bleibt immer noch, warum er uns hier einen mehrminütigen Fake auf dem Silbertablett liefern möchte. Der Anlass dazu bleibt nur zu vermuten. Das Nachstellen wäre bedingt einfach mit einem Bluetooth-Lautsprecher. Der Poster schreibt in die Caption Noche de Lamento, was der Google Translator von Spanisch auf Deutsch mit heulende Nacht übersetzt. 3 a.m., also 3 Uhr nachts. Ein Hinweis auf die Uhrzeit, welche Uhrzeit vermehrt bekannt für Paranormales und Unheimliches ist. Oder sie zumindest so auf die Internetgemeinde wirken lassen soll. Ferner hinterlässt der Uploader als letzten Hashtag Renuncio a mi trabajo, was der Google Translator von Spanisch auf Deutsch mit Ich habe meinen Job gekündigt übersetzt. War das Erlebte so heftig für diesen Schachzug? Nach dem unheimlichen Geheule, was wir gehört haben, sollte das bei Echtheit kein Wunder sein. Ist das echtes Geheule von einem paranormalen Wesen oder ein simpler Fake für die TikTok-Gemeinde? Was meint ihr? Die YouTuberin und Twitch-Livestreamerin The Hailey Baby beschäftigt sich mit paranormalen Dingen und hat auch in ihrem Streaming-Hintergrund sichtbar Sachen, die darauf hinweisen, dass sie sich mit sowas befasst. In einer Aufzeichnung aus einer ihrer Livestreams hat sie etwas eingefangen und auch im selben Moment erkannt. Seht selbst. Hailey Baby will ihren Zuschauern gleich zeigen, was Sache ist, doch in dem Moment fängt sie etwas ein, das nach ihrer Interpretation kein Staubfleck sein kann. So liest man in einem Kommentar unter dem Video, ich weiß, dass manche Leute sagen werden, dass das Staub ist, aber keine Ahnung, was für eine Art Staub ihr alle habt, die solche verrückte Schlaufen zieht. Ferner wird in der Videobeschreibung erläutert, Twitch-Streamer hat Ghost Orb auf Kamera gefangen. Ich habe versucht, es mit Staub zu entlarven, aber ich konnte es nicht wiederholen. Man kann schon verstehen, was mit den Loopy Loops gemeint ist. Genauso kann man die Seiten verstehen, die sagen, es ist Staub oder womöglich eine Form von Präsenz. Denn passend zu letzterem kann man notieren, dass sie sich mit dem Paranormalen, wie schon in der Einleitung verraten und im Clip zu sehen, befasst. Zusätzlich sieht man am Ende des Clips eine schriftliche Erläuterung und im Hintergrund eine sogenannte Haunted Doll.
Könnte das in einem Zusammenhang stehen? Womöglich. Jedoch sieht das zugegebenermaßen auch aus, wie manche Kameras eben Staubkörner einfangen. Und dazu lässt sich die verrückte Bewegung des Orbs oder Staubs durch die schnelle Gestikulierung der Streamerin begründen. Jedoch ist auch das nur eine Spekulation. Was meint ihr? Es ist eine Freude und eine Leidenschaft, sich immer wieder mit den paranormalen Untersuchungen von Maggie und Amanda auseinanderzusetzen. Die beiden Mädels sind authentisch und auf ihre eigene, unterhaltsame Weise peppig bei der Sache, mit welcher wir uns wöchentlich, momentan immer sonntags um 19 Uhr, beschäftigen. Nämlich auf der Spur des Mysteriösen und des Paranormalen. In folgender PU waren sie zu dritt in einer der wohl am meisten heimgesuchten Hotels in Las Vegas, dem Excalibur Hotel. Auf Zuschauerwünsche fokussiert sich der größte Teil des Videos auf 3 Uhr nachts. Sozusagen eine 3 AM Challenge. Die Uhrzeit für die meisten Aktivitäten rund um Geister. Die Untersuchung ist sehr spannend und ergebnisreich, weswegen es sich lohnt, mal hineinzuschauen. Macht euch bereit für pure Gänsehaut. Our room, as you saw in the last clip, we opened the curtains and right there. So we have that factor in it too. But are the curtains swinging? Yes. Oh my gosh. Holy shit. Inside again. Oh my god. And like as you can see, there's 3 other things. Only one of the 3 is swinging. This is off. There's no vent. That was really loud. Okay, let's get this back down. It's swinging more now. It is, actually. If there's a spirit over there right now making that rod swing, can you give it another good push? Make it swing faster. Maybe the curtains too. Either one. Did you see that? Did you see that? It's swinging way more. No, but it like stopped midair and then went again. Oh no, I didn't see that. Yeah, it stopped to the left side. Can you do that again? It's changing the way it's spinning. Stop, it is, it totally is. It's stopping and it'll spin the other way. Something just totally touched my hair. Something just touched my ankle. Oh god. So the things here are very physical. Oh no. Can you move one of those other rods? Or can you make it stop? Can you make it stop completely? Is the one behind it moving in exact same time? Is it an optical illusion from the shadow? See how the second one is behind it? They definitely both are. She's right. That thing's swinging heavy. Feels heavy in here. Yeah, it does. Bro, I'm really nervous. I feel like this thing came with us. Stop, are you serious? Mm-hmm. I'm so zoomed in, I didn't even realize. Fuck, I'm panicking. Oh my god, this isn't such a No, not necessarily. I don't know. What do you mean? I didn't mean it like that. You have one job. Isn't that what I'm here for? Basically, to sum it up, they say this hotel is extremely haunted because one of the employees died in the employee bathroom.
Two, they hear a baby crying in one of the public restrooms downstairs, and they think a mother just left their baby in there and basically somehow it died. There was a murder-suicide which resulted in the death of two people. Mm-hmm. Pretty much everyone just says there is a heavy, heavy presence of an entity that follows you around, and it's so severe that it literally chases people out of the hotel pretty much. And some of the main reports that they get here are hearing voices, furniture in the room will move, people will feel like they're being followed, and seeing apparitions. There's a lot going on. It's high up on the list of most haunted hotels in Vegas. I'm excited to see like what we catch ourselves. I am too. Die Mädels erkundigten sich an der Rezeption, wo es denn am meisten im Hotel spuken würde. Und so ging es für sie in den 13. Stock. Für etwas impressionsreiche B-Roll-Footage filmten sie in den leeren Hotelflur des wahrscheinlich 13. Stocks mit Backroom-Vibes, wie ich finde. Dort wiederholen sie die Aufnahme eines angeblichen Orbs, einen Seelen- oder Geisterfleck in Kugelform. Einige Geisterforscher sind mit dieser Annahme vorsichtig, da es sich auch um einfache Staubkörnchen handeln kann. Und in einem Hotel kann es durchaus auch mal staubig sein, weswegen man es hier schwer ausschließen kann. Während die drei, passend zum nachfolgenden Erlebnis, über Vorhänge reden, ist wortwörtlich Wirbel um ein weißes Stäbchen an den Vorhängen. Jegliche Möglichkeiten von Luftströmen, wie von der Klimaanlage, einem Luftschacht oder ein offenes Fenster zum Lüften, ist für diese fragwürdige Bewegung ausgeschlossen. Könnte es sein, dass einer der Präsenzen des Hotels für diese kreisenden Züge des weißen Stabs sorgt? Oder lässt es sich noch irgendwie weniger unheimlich begründen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. It scares me. I know. Yeah, that is really uncomfortable. I just couldn't stop staring at it when it was dark. It made me nervous. It's just something about the center of that picture. Yeah, that it's off. Yeah. Why aren't the... Okay, how come every lamp I turn on doesn't work? Literally, like, the past four hotels we've gone in. Like, every hotel in Las Vegas, you've never been to. I know, but ever since Figueroa, every lamp I go to turn on doesn't turn on. You gonna try this? Fell off. The whole entire knob. Your knob. What the? Try this one. That one looks mad sus. Oh gosh. Okay. If this lamp can talk, it would just go. I love. Right, that one worked. That lamp. Third time's the charm. Oh my god. Also, we do have this flashlight right here, right in front of me. If you tap it, it will turn on. Can you give it a tap and let us know that you're here? Okay, so it's working. Can you tap it and turn it off? Or turn it off if you don't want to communicate with us. I'd be so nervous if that... No. It turned off way too early in the night. Yeah. Alright, just to confirm, because that's never happened before. If you want us to leave this hotel room, will you turn that pink flashlight on? If you don't want anything to do with us, you want us to get out and leave. I'll give you 15 seconds. And then we'll ask the opposite. Do you want us to stay? It's just weird because that hasn't gone off, I think, the past two or three videos at all. No. At all. And we were just using it like 3 hours ago. It didn't go off, so that's weird to me. Is there any spirits in here with us right now? Oh, flashlight I watched. Immediately. To confirm if that is a spirit, can you tap that flashlight again and turn that light back off? Give me 15 seconds. They are. 15. That was 15 seconds right there. What was your question, Amanda? Just to confirm that was a spirit. Can you turn it off? That's true.
strange. I don't know if my mind is playing tricks on me. What? You know when you, like, glance and you think you see something? Yeah. I just feel like every time I look here and I look there, I see a shadow and it disappears as soon as I look at it. And it's fucking freaking me out. Just standing, like, I'm looking almost where, like, the light switch is. Mm-hmm. Like, near the bathroom. And just for reference, the pole thing on the curtain is hardly moving at all. Oh my gosh, not at all. Aus irgendwelchen Gründen wollen die Lampen bei Mackie und Amandas Hotelübernachtungen nicht angehen. Die dritte Lampe will ihnen dann doch noch Licht spenden. Jedoch sei es schon bizarr, dass zuvor die Lichter an anderen Hotels streikten. Es war zuvor in dem Video auch schon mal die Sprache, dass eine Entität sie bis hierher ins Excalibur Hotel verfolgt haben könnte. Nun ist es natürlich kritisch, denn es könnte genauso sein, dass per Zufall einfach die Elektronik in den verschiedenen Hotels gestreikt hat. Es mag aber auch sein, dass Energien sie bis dorthin verfolgt haben. Was meint ihr, was wahrscheinlicher ist? Geister oder Zufall? Etwas später im Video reagiert eine Taschenlampe auf Anweisungen bzw. Anfragen von Mackie und Amanda. Hier ist es auch wieder schwer zu falsifizieren, ob tatsächlich Entitäten antworten oder die Taschenlampe falsch reagiert. In diesem Fall ist es mehr eine Sache des Glaubens, da wir bloß vor Ort mehr Zufälle rechtschaffen ausschließen könnten. It's murders, crimes, and overdoses. That sounds like an attic. Oh! 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 If Mackie's right, can you make that stop beeping for us? Oh. I just got the chills. Oh my god, it's burning. Oh, what the? Okay, should we check her leg? Have you scratched it with your nails or just rubbed it? Yeah, I've just been okay, rubbing. So if it's red, that explains it. If there's any scratch marks, that's different. I don't know if I've even read this to you guys, but that just looks like irritated. Yeah. Oh wait. I won't. Oh, those are scratches. Three. Those are scratch marks. Mackie had the gnarliest scratch marks on her back, in the middle of her back. Okay. I just don't even want to talk about that right now. I just don't even want to talk about it yet. Es wurde stark aggressiver. Während die drei Untersucherinnen über gewaltsame Dinge an diesem Ort sprechen, springt plötzlich das Rampart an. Das Rampart, was Geisteraktivität messen soll und häufig von Geisterjägern als Ermittlungsinstrument verwendet wird, soll zuverlässig bei der Erkennung von unsichtbaren Energien sein. Das Gruselige hierbei ist aber eher, dass das Rampart zuvor an anderen Orten in letzter Zeit eher ruhig war. Sind hier Energien im Raum oder nicht? Aufschluss darüber ergibt eine womöglich physische Attacke der Geisterwelt auf die Gastuntersucherin. Sie verspüre einen Brennen an ihrem Bein und reibt an eben dieser brennenden Körperstelle herum. Man sieht ganz klar eine Rötung am Bein und wenn man genau hinsieht, auch eine Spur von Kratzern in dieser Rötung. Jedoch dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen, dass sie sich an der Stelle gerieben hat und diese Formierung auch von ihr stammen könnte. Allenfalls steht fest, dass es an dieser Stelle für sie brannte, was ja zum Reiben an der Stelle geführt hat. Und physische Attacken von Energien kommen durchaus vor, welche sich durch Kratzspuren, einem Brenngefühl und Rötungen oft veräußern. Wurde hier jemand gezielt angegriffen? Für die ganze Untersuchung und mehr Ergebnisse empfehle ich euch, die ganze Untersuchung selber anzuschauen. Links und Credits sind wie immer doppelt gemoppelt im Video eingeblendet und in der Videobeschreibung. Schaut vorbei und sagt uns im Nachgang, was ihr vom Ganzen haltet. Ich hätte nicht gedacht, dass Las Vegas so viele Haunted Hotels hat und man dort echten Nachforschungsbedarf hat. Also wenn ich eines Tages die Ehre habe, mit einem zusammengestellten PU-Team nach Las Vegas zu reisen, dann wäre ich der Sondertouri, der weniger in Las Vegas zum Zocken, sondern eher zum Nachforschen wäre. Freunde, eines Tages, dann ist es soweit. Stay tuned and stay awake. Vielen Dank fürs Einschalten, Freunde. Mir wurde weitergetragen, dass ich mal Seriously Crime Stat grüßen soll. Seid hiermit gegrüßt. Kann ich mal gern öfters am Ende von dem Video machen, euch oder andere Leute auf Wunsch grüßen. Jetzt aber gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr das Video anschaut. Einfach eine gute Woche. Man hört sich dann wieder nächsten Sonntag. Haut rein.
Könnte das in einem Zusammenhang zusammen zusammen. Oh mein Gott. Hilfe. Hilfe.